Hey meine Lieben, ich komme gerade frisch aus dem Urlaub und bin wahrscheinlich ein bisschen im Hirn kaputt. Wie immer, aber diesmal halt so richtig, weil ich halt absolut keine Ahnung mehr von nichts mehr habe. Und ich außerdem, ach keine Ahnung, ich bin einfach todmüde. So, wir gucken uns jetzt erstmal hier weiter um in der Taverne. Ich glaube, im letzten Part sind wir nach Verdistes gegangen. Zumindest sieht es gerade ganz danach aus. Erstmal noch ein bisschen klauen hier und dann gucken wir hier unten mal. Was ist denn hier? Garf, werd gegrüßt. Ihr seht aus, als hättet ihr viel Zeit, mein Freund. Ich habe vielleicht etwas Interessantes für euch. Erstmal kurz gucken. Das ist tatsächlich interessant, danke. Okay, ich bin ein Abenteurer. Da hat man höchst selten Freizeit. Eure liebste Freizeit erklärt euer Anliegen, damit ich sehen, ob es interessant ist. Es könnte sein, dass ich eine Aufgabe für euch habe. Sie ist jedoch knifflig und könnte euch ins Gefängnis bringen. Ihr habt anscheinend vergessen zu erwähnen, dass es sich um eine ungesetzliche Aufgabe handelt. Oh gewiss, es ist eine illegale Angelegenheit, aber ich würde euch etwas überaus Nützliches geben, wenn ihr euch um mein Problem kümmert. Sagt mir, was ich tun soll. Hauptmann Kratos hat in seiner Amtsstube meine Lieblingsdietriche beschlagnahmt. Ich habe diese Dietriche von meinem Vater geerbt. Sie sind also von persönlichem Wert. Außerdem sind sie mit äußerst nützlichen magischen Kräften ausgestattet. Ich möchte sie so bald wie möglich wiederhaben. Wie soll ich etwas von Hauptmann Kratos stehlen? Ich höre, dass Hauptmann Kratos unter Platzangst leidet und seine Amtsstube stets offen stehen lässt, um frische Luft hereinzulassen. Schleicht euch in seine Amtsstube, wenn er nach draußen geht, und nehmt die Dietriche an euch. Ich würde sehen, was ich tun kann. Erstmal, das klingt zu einfach. Kratos und ich kommen nicht besonders gut miteinander aus. Er hat eine große Summe auf meinen Kopf ausgesetzt. Er sehe mich am liebsten tot. Wenn Kratos mich in seiner Amtsstube ertappt, ließ er mich sofort hinrichten. Ihr dagegen müsstet höchstens fürchten, eine Weile eingesperrt zu werden. Ich werde sehen, was ich für euch tun kann. Danke, mein Freund, und viel Glück. Das ist doch bestimmt der von der Diebesgilde, oder? Und wenn ihr komische Geräusche im Hintergrund hört, der Discord ist bei mir gerade noch offen, wo ich mit ein paar netten Leuten drauf war. Hierbei empfehle ich euch, auf YouTube mal bei Dave Dörden und anderen Leuten vorbeizuschauen. Super Flashcash und so weiter. Okay, aber jetzt. Ja, es sieht so aus, als würde da gerade geschrieben werden. Das ist jetzt äußerst unpraktisch. Ich glaube, ich gehe das dann doch mal ganz kurz ausmachen. Bis gleich. So, ich bin wieder da, liebes Volk, und jetzt. Wieso höre ich denn immer noch Discord-Geräusche? So, ich habe gerade festgestellt, dass das X oben rechts es nicht schließt, sondern nur minimiert. Hab das soeben behoben und jetzt ist der Discord wirklich geschlossen. So, Schlüssel, dankeschön. Eine Jenwa-Flasche nehmen wir uns noch mit, danke. Und jetzt gucken wir mal hier ein bisschen rum. Das tat gut. So, wir sind in Verdistes. Verdistes ist keine kleine Stadt, also mal gucken. Wie wir hier so denn am besten klarkommen werden. Der sagt mir, was hier so überall ist. Okay. Apropos, ich will mal kurz die Map sehen. Ja, man sieht hier, Verdistes ist schon etwas größer und wir haben in einem Kreis tatsächlich Dinge markiert. Wir haben hier den Gemischtwarenladen, Herrenhaus von Sir Patrick, Haus von Sirgon, Haus von Markham, Herrenhaus von Sir Dante, Händlergilde, Hauptmann Kratos, Händler Benzack. Und natürlich Straßen nach Flussheim. Ich würde sagen, wir gehen einmal rechts rum in einem Kreis durch Verdis. Es wird doch langsam dunkel hier, wie man unschwer an der aktuellen, an den aktuellen Lichtverhältnissen erkennen kann. Okay. Ich halte mal die Alt-Taste gedrückt, obwohl hier eigentlich nicht so viel los sein sollte. Was ist denn das hier noch? Das sieht aus wie ein. Ach nee. Das ist wieder die Taverne, nur halt woanders. Okay, gut zu wissen. Wieso habe ich eigentlich. Achso. Moment, was habe ich gerade für eine Waffe ausgerüstet? Klinge des Chaos. Ach, das deaktiviert ja den Schild. Habe ich überhaupt eine Einhänderwaffe bei mir? Nicht Bogen. Es sieht nicht so aus, das ist ganz schön scheiße. Dann brauche ich definitiv mal den Waffenladen. So, gehen wir erstmal nach rechts noch ein Stückchen weiter. Und sobald ich einen Shop finde, wo es Waffen und... ja, ich erinnere mich an den Garten hier, der Moskito-Garten. Ich kann das nicht benutzen. Ja. Hier gehen wir erstmal mal nicht weiter.
Also doch, wir gehen hier weiter, aber ich meine, ich ignoriere jetzt einfach mal. Oh, hier sind viele Kräuter, das ist gut zu wissen. Heilige Scheiße, was ist denn hier los? So viele Tiere. Boah. Okay, wir sind wieder auf der Straße, das ist gut. Waffe wegstecken, was ist denn das hier? Bergdorfs Weinfass. Weinfass. Das klingt ja schon wieder nach einer Taverne. Gott, ich fliehe hier mal ganz kurz in die Hinterräume. Das Gefäß scheint verschlossen zu sein. Das Gefäß scheint verschlossen zu sein. Oh, geht mal weg. Ich stehe im Schrank. Lol. Ich habe mich gerade durch den Schrank in den nächsten Raum gebackt. Man macht jetzt nicht so viel aus, weil... ja, das nicht verschlossen war. Das ist trotzdem cool. Was haben wir denn hier unten? Ein weiterer Keller Verdistisses. Das ist bestimmt eine Wand. Und dahinter ist... Ach du Scheiße. Ich habe das Gefühl... Also Wand im Sinne von unsichtbar, durchlässig. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich hier ein Vampir rumtreibt. Ich werde mal speichern. Das ist cool. Ich muss übrigens sagen, an Verdistis erinnere ich mich wirklich kaum noch. Ist er vielleicht er? Ja! Sehr gut. Der Killer von George. Georg. Wie kannst du dich erdreisten, mich zu stören, Ungeziefer? Weißt du, wer ich bin? Ich kenne dich. Du warst der Drogenhändler von Georg. Georg, dieser erbärmliche Mensch, der von meinen Drogen abhängig ist. Aus ganz persönlichen Gründen habe ich beschlossen, ihn zu töten. Was waren das für Gründe, weswegen ihr den armen Georg getötet habt? Er war mir nicht mehr von Nutzen. Er konnte nicht mehr zahlen und drohte damit, seine Kameraden die Wahrheit über mich zu erzählen. Der Narr! Niemand droht einem Vampir ungestraft. Was treibst du in diesem Keller? Der Eigentümer des Hauses weiß nichts davon, dass ich seinen Keller nutze, um während des Tages zu ruhen. Es ist ein leichtes, seine Aufmerksamkeit von mir abzulenken. Wenn er einmal zu nahe kommt, ein durchdringender Blick und ein erdringliches Wort reichen aus. Wenn er dann bei der Yacht hereinbricht, verlasse ich diesen Ort und gehe auf die Jagd. Dann bist du also der Serienmörder, den alle fürchten? Der Ausdruck Serienmörder gefällt mir nicht. Solch Geschmeiß findet sich nur unter euch Sterblichen, die ohne Grund töten. Ich töte, um zu überleben. Doch nun, da du über meinen Bescheid weißt, darfst du diesen Ort nicht lebend verlassen. Und ich habe mir gedacht, dass du nicht am Leben bleiben und dich weiter an Unschuldigen vergreifen darfst. Oh. Nun, da haben wir wohl beide im Sinn, den anderen zu vernichten. Aber mir wird es gelingen und nun umarme mir die pure Finsternis, die nur ein Vampir dir bringen kann. Ich werde euer Blut trinken. Kommt her, junges Ding. Ihr seht, lecker aus. So, das Problem kennen wir ja schon. Ich würde sagen, als erstes rufen wir mal eine Skelettwand. Geben uns kurz nach hinten und jetzt einfach nur... ich stehe in der Wand schon wieder. Okay. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht draufgehen dabei. Die Skelettwand sollte mal wieder aufmachen, danke. Danke. Der hat was verloren. Das Günstlings-Claymore. Liegt das jetzt ernst in der Wand? Ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Moment. Irgendwas backt hier gerade tierisch rum. Ich habe das Gefühl, da steht so ein Skeletttyp davor. Kann das sein? Ja, das kann jetzt nicht wirklich in der Wand liegen, oder? Ich kann es nicht aufheben, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Darf ich fragen, warum? Ich werde euer Blut trinken. Kommt her, junges Ding. Ihr seht, lecker aus. So, dann machen wir das Ganze nochmal. Wir stellen uns hier hin und feuern einfach fröhlich, freudig ein paar Meteor-Shits auf ihn. Und diesmal kann ich die Waffe auch aufheben. Sehr schön. Günstlings-Claymore, ja. Ach, diesmal hat er was anderes fallen lassen. Aber nicht die hier, oder? Doch. Plus 54 zur Lebenskraft und 35 zur Magie. Was hat das hier? Plus 1 zu Sipf. Danke.
Gut. Dann bedanke ich mich an der Stelle und gehe nach oben. Vielleicht kann ich dem Wirt sogar hiervon erzählen. Das wäre natürlich auch nochmal ganz cool. Du hier bist noch verschlossen und ich habe keinen Schlüssel dafür gesehen. Schlüssel öffnen misslungen, die braucht ernsthaft... Och, nee, Alter. Das braucht ernsthaft Stufe 5 Schlösser öffnen. Ich meine, ich habe ja schon Stufe 4. Ab wann kann ich das denn wieder aufknacken? Aufmachen? 25, das sollte doch bald sein, oder? Naja, 3 Level. Okay, dann werde ich mir hier auf der Karte mal eine Markierung machen. Truhe Stufe 5. So. Und dann erzählen wir dem Typen eventuell mal hiervon. Oh, Waffen wegstecken, natürlich. Guten Tag, mein Freund. Erlaubt mir mich vorzustellen. Mein Name ist Pergo. Okay. Mir scheint in eurem Keller... Ich guck nochmal, ist hier noch was? In eurem Keller haust ein Vampir, Sir. Er ist der Massenmörder, von dem jedermann hier solche Angst hat. Ein Vampir? Ich habe meinen Keller die ganze Zeit mit solch einer niederträchtigen Kreatur in der Nacht geteilt. Oh weh, mir wird ganz elend. Ich bin so erleichtert, dass dieses Problem aus der Welt ist. Womöglich wäre ich das nächste Opfer dieses Ungeheuers geworden. Okay. Gut. Dann bedanke ich mich herzlich, beziehungsweise du hast dich herzlich zu bedanken, Arschloch. Und wir gehen weiter. Oh, Moment mal. Ich bin ja hier bei 27 und nicht mehr bei 26. Ach. Da habe ich mich wohl irgendwie vertan. So, wer liest es? Was bietest du noch so in dieser wunderschönen Welt? Es könnte ruhig mal wieder Tag werden. Muss ich mal so sagen. So, wir biegen dann jetzt an der Stelle erstmal hier lang nach oben ab. Ist das hier der Wagen von Pensack? Ja, allerdings. Hier sind viele, viele Bücher. Okay. Also das ist der Wagen, den ich abfackeln soll. Gut zu wissen auf alle Fälle. Aber ich will mir erstmal dieses Häuschen hier anschauen und wahrscheinlich mit diesem Typen da oben reden. Verla. Hallo, das ist ja mein Ritter. Mann, ist das eine Freude, euch wieder zu sehen. Erinnert ihr euch an mich? Ihr habt mich in Alerot von dieser Krankheit gerettet. Ja, ich erinnere mich. Hallo, Verla. Natürlich erinnere ich mich. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, es geht mir wieder ausgezeichnet, dank euch. Ich bin wirklich froh, dass ich euch noch einmal wieder treffe und kann ich mich bei euch für meine Heilung bedanken. Bitte nehmt diesen Ring als kleines Dankeschön. Er ist schon seit Urzeiten im Besitz meiner Familie und nun möchte ich ihn euch überlassen. Ich hoffe, er wird euch nützlich sein. Vielen Dank, Bella. Ich bin ziemlich sicher, dass er das wird. Vielleicht sehen wir uns irgendwann einmal wieder. Dankeschön. Ich hoffe, Simon hat dann auch noch eine Belohnung für mich. Aber erstmal gucken wir mal, was das für ein Ring war. Saphirring, ID Stufe 4. Danke. Dann gucken wir das wohl erst später. Das ist aber hier für ein Haus, das sieht ziemlich alt und vor allem leer aus. Falltür verschlossen. Ja, meine Güte. Schlösser öffnen misslungen ebenfalls. Okay. Falltür zu Stufe 5 Fragezeichen. Okay. Also auch da können wir noch nicht lang, gut zu wissen. Und hier liegt auch nirgends ein Schlüssel, wie es scheint. Okay. Hier liegt ein Schlüssel, aber ich habe das Gefühl, dass der eher hierfür gedacht ist, oder? Für irgendwas in diesem Haus. Owen? Ja, zu Owen gucken wir gleich mal. Das tat gut. Ich muss erst etwas ablegen. Huch, wir waren lediglich in einem, wenn auch heftigen Streit darüber entbrannt, wem dieser Gegenstand gehört. Wachtmeister, ich halte es nicht für notwendig, die Wache einzuschalten. In Ordnung. Würdet ihr den betreffenden Gegenstand bitte den Eigentümer zurückgeben? Natürlich. Ja, das tut mir leid. Ich wollte keinen Streit. Habe ich dadurch jetzt Ruf verloren? 12? Ich glaube ja, oder? Wann habe ich denn das letzte Mal gespeichert? Das war hier oben bei dem Haus, ne? Das machen wir mal lieber, denn wie viel Ruf habe ich hier? 12. Ich dachte echt, ich hätte an Ruf verloren, aber habe ich tatsächlich nicht. Gut, dann gehen wir das einfach nochmal ganz schnell hier neu machen. Das war ja nun wirklich nicht die Welt. Hier einmal kurz diese Runde zu gehen. Aha. Ich gucke derweil trotzdem nochmal hier in dem Haus. Ob hier irgendwo drumherum vielleicht doch noch ein Schlüsselchen für die Falltür liegt.
Die Markierung auf der Karte muss ich mir natürlich dann auch nochmal neu machen, aber das ist natürlich jedenfalls nicht die Welt. Ach ja, Verlar. Danke, kennen wir ja aber schon, kennen wir ja schon, kennen wir ja schon. So, ganz schnell wieder in dieses Haus hier. Einmal hier rum, einmal... Falltür zu, Stufe 5, ich hab mich verschrieben. So. Und jetzt nochmal zu dem Haus links. Diesmal können wir mit Owen ja mal reden, ohne dass er uns gleich böse wird und ohne dass er gleich die Wachen ruft. Ja, so ist er neutral 12, das gefällt mir schon besser. Aber den Schlüssel hier, den nehme ich mir trotzdem mit. So. Herrlich. Boah. Okay, und in dem Schrank, das sollte ich doch aber theoretisch hier nehmen können, oder? Ich muss erst etwas ablegen. Wow, okay, da backt's wieder rum. Kann ich... Nee, dir kann ich den nicht verkaufen. So, das Problem ist jetzt mal wieder, wie immer, ich bin überladen. Allerdings war das ein grüner Gegenstand. Grün bedeutet gut. Das heißt, ich werde jetzt mal die Dinger hier wegwerfen, damit ich auch nicht mehr überladen. Sehr schön. Den Saphirring habe ich trotzdem noch ID Stufe 4. Shit, ja. Okay, was ist hier noch für ein Haus? Hier wohnt Martin. Der hat sogar nettes Zeug, was ich gern hätte. Ansonsten allerdings nicht so viel. Käse, Tomate, Gemüse, bla bla. Alles Schund, den man nicht braucht oder den ich nicht brauche. Zumindest jetzt nicht. So, in dem Haus hier unten war ich auch noch nicht. Ja, aber das ist es... Wie, wo ist überhaupt die Karte? Hier. Aber das ist es nicht die kleinste Stadt, wie gesagt. Ich werde hier wahrscheinlich auch nicht unbedingt jeden Winkel irgendwann sehen. Okay. Wir gucken uns auf jeden Fall möglichst viel um. Hallo, ich bin Lucius, aber jeder hier nennt mich Luke. Ihr seid ein Abenteurer, habe ich recht? Ach, wenn ich nicht an meine Familie gekettet wäre, würde ich auch in die Welt erkunden. Ihr habt wohl schon viele wunderliche Orte in Revlon gesehen. Nicht alles, was ich zu sehen bekomme, ist wirklich so wundervoll. Ich hatte einmal das Pech, ein Nurbul-Klosett sehen zu müssen. Ein Nurbul-Klosett? Was soll das sein? Das sind Klosetts, die für Gedankentrolle und Monster erbaut wurden. Muss ich noch mehr dazu sagen? Nein, nicht wirklich. Erzähl mir, Luke. Was tut ihr, um euer Brot zu verdienen? Auf den Wäldern ein Gemischtwarenladen. Okay, bye. So, ich wollte aber meine Runde rechts rumgehen und nicht hier lang. Und bei den Planen, bei diesem Plan möchte ich es auch belassen. Außer dieses Haus, das möchte ich mir nochmal kurz angucken vorher. Das könnte der Gemischtwarenladen sein, oder? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, das ist der. Leptins Markt. Ja, Leptins Gemischtwarenladen, genau. Leptin, seid willkommen im Krämerladen. Ich bin Leptin, der Eigentümer dieses Ladens. Seht euch doch bitte in aller Ruhe um. Ihr findet ihr alle Waren aus allen Ecken Revolons. Und importiert ihr auch aus anderen Gegenden? Aber gewiss, Nahrungsmittel und Kleidung ziehe ich aus dem Süden. Von den Zwergen halte ich hervorragendes Werkzeug und die Elfen verkaufen mir Wein und Kräuter. Geschäfte, Farmland, Hugo. Okay, wir müssen dem Farmer Hugo etwas bringen. Ich werde eurem Wunsch nachkommen, natürlich. Okay, dann zeige ich jetzt mal dein Inventar. Ist hier auch was wow. Interessantes dabei? Nein, tatsächlich nicht. Hier sind etliche Manuskripte für Kochrezepte. Aber... auch die scheinen erstmal nur so mäßig interessant. Ich hatte gehofft, dass der noch irgendwie Tränke oder sowas hat. Oder zumindest irgendwelche, keine Ahnung, eben diverse Heil-Items oder einfach irgendwas interessant. Ich habe keinen Schlüssel für dieses Schloss. Teres. Hui. Ich muss erst etwas ablegen. Ja, das habe ich leider erwartet, deswegen werde ich das auch nochmal hier hinlegen wieder. Hallo Kätzchen. Miau. Oh, der hat hier schon eine Ratte erlegt vor gar nicht mal so langer Zeit. Miau. Ist allerdings keine Katze, mit der man reden kann, denn wenn ich jetzt auf die klicke, dann greife ich sie an und das möchte ich nicht. Kitty ist ja die einzige richtige Katze, mit der man problemlos interagieren kann, sag ich mal. Miau, miau, miau. Ich finde das schön, dass hier so viele Katzen sind. Ich liebe Katzen. So, dann gehen wir jetzt mal weiter hier nordöstlich, nordwestlich, wie auch immer. Die Runde hier zu Ende gehen. Bringen. Penzacks Stand werden wir natürlich erstmal nicht vergessen, allerdings habe ich erstmal nicht vor, den abzufackeln. Mal gucken, was ist das hier? Kirche?
Ach, das ist das Haus von Kratos, glaube ich. Kratos. Ist das richtig? Ja. Gut, da gucken wir dann auch später erstmal. Ich will erstmal die Runde zu Ende gehen. Hallo. Okay. Hier oben komme ich wahrscheinlich an dem Haus. Nee. Was ist denn hier noch? Ein blaues Haus daneben. Ist das vielleicht die Wache oder so? Gildenhaus der Händler von Werden. Die Händlergilde? Auch hier sollte ich mich, glaube ich, erstmal noch nicht umschauen, weil das, glaube ich, etwas umfangreicher wird. Ich möchte ja erstmal so ein bisschen. Ja, nur so ein bisschen erstmal geguckt haben. Hier geht's noch weiter in den Norden von Verdistis? Was kommt denn hier noch alles? Lydia. Hallo, habt ihr von den schrecklichen Morden vernommen, die erst vor kurzem in der Stadt verübt wurden? Sämtliche Opfer waren junge Frauen. Es ist furchtbar. Mir scheint, als ob die Wachen unfähig sind, etwas dagegen zu unternehmen. Es gibt keinen Grund zur Furcht, der Mörder wurde gefasst. Warum ist denn meine Kamera jetzt auf diesen Wachen? Oh Götter, das sind ja wunderbare Neuigkeiten. Die letzten Tage waren ein Albtraum. Nun, die Wachen scheinen ja doch für etwas gut zu sein. Bleib nachts von den Straßen fern, Fremder. Macht es euch nicht. Ach so. Hier wurde ein Gespräch mit denen initiiert, deswegen. Das ist ja lustig. In einem Gespräch wurde ein anderes Gespräch aktiviert. Und deshalb war meine Kamera jetzt die ganze Zeit auf den Soldaten. Das war interessant. Und hier hinten scheint, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, ein Haus abgebrannt zu sein. Heilige Scheiße. Das tut mir ja schon ein wenig leid für den Inhaber, der hier scheinbar allerdings auch verbrannt ist. Mit seinem Haus oder so. Eieiei. Den hat es auf jeden Fall erwischt, beziehungsweise das Haus und so hat es auf alle Fälle erwischt. Tut mir leid, ich kann da nichts dran ändern. So. Gut, dann gehen wir hier lang mal wieder zurück. Wieder auf die Straße. Wie gesagt, in die Händlergilde selbst will ich jetzt erstmal noch nicht gehen. Ja, wo will ich denn überhaupt gerade hin? Sedante will ich auch noch nicht, Markham will ich auch noch nicht. Patrick, Sergon. Eigentlich will ich einen Waffenhändler, aber ich habe irgendwie das Gefühl, oder war hier in der Taverne einer? Ich weiß es nicht mehr. Ich gucke mir jetzt erstmal die ganze Stadt ein bisschen an, gehen wir erstmal unsere Runde fertig. So. Gehen wir oben lang die Straße. Erstmal umgucken und auf die ganzen Leute immer mit der Maus gehen, weil wenn sie einen Namen haben, könnten sie ja wichtig sein. Und wenn nicht, dann nicht. So. Ja, man sieht schon hier eingezäuntes Gebiet, da ist ein Haus drin. Das scheint das Haus von Sedante zu sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, Artemis. Bei den Göttern, was für ein langweiliger Tag. Wenn ich das nötige Geld hätte, würde ich in die nächste Taverne ziehen und mich bis zur Besinnlosigkeit volllaufen lassen. Hier. Behaltet euer Gold. Sehe ich in euren Augen wie ein Bettler aus? Ich habe schließlich meinen Stolz. Das kann ich gut verstehen. Fehleinschätzung. Na gut. Artemis. Dann eben nicht. So, du bist hier also das Haus von Sedante, oder wie darf ich das verstehen? Ist nicht verschlossen. Ist es hier, Dante? Ja. Gut, zu dem müssen wir ja questmäßig natürlich auch nochmal bei Zeiten. Aber ich will mich erstmal zu Ende umschauen. Hier kommen nochmal ein paar einzelne Wohnhäuser mit vielen Kräutern, wo ich auf jeden Fall Tränke draus machen könnte. Das klingt sehr schön. Aha. Mal was klauen? Nee, ist es tatsächlich nicht wirklich wert. Aber ich brauche jetzt wirklich mal einen Waffenhändler, der mir ein verdammt gutes Einhandschwert geben kann. Das ist gerade ein bisschen... Warum greift mich denn der Hund an? Hund, was habe ich dir getan? Oh, leck mich. Wenn mich der Besitzer jetzt anschreit, ich kann nichts dafür. Der Typ ist auf mich losgegangen.
Und ich habe halt jetzt mein Messer rausgeholt und ihm einen schönen Schlag verpasst. Bist du denn die Raffirella? Vergebt mir meine Direktheit, Fremder, aber ihr seht wie ein mächtiger Krieger aus. Kann ich mir eine Aufgabe... Ja, ja. Hui. Was denn? Vor einigen Tagen ist mein lieber Vater von uns gegangen und nun streiten meine Schwestern und ich um die Erbschaft. Sein Haus hat keinen hohen materiellen Wert, aber einen enormen Erinnerungswert für mich. Deshalb teilt ihr es nicht. Genau da liegt das Problem. Meine Schwester ist nicht willens zu teilen, sondern will alles für sich allein haben. Amtsstelle? Sie hat meinen Vater verhext, damit er sie allein in sein Testament berücksichtigt. Er war nicht im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte, als er es verfasst hat, aber ist sie noch nicht einmal seine leibliche Tochter. Sie ist nur adoptiert. Wenn ich euch recht verstehe, soll ich eure Schwester irgendwie dazu bewegen, zuzugeben, dass ihr euren Vater mit Magie dazu gebracht hat. Genau. Ich zahle 50 Gold. Sagen wir 100. Okay, und das ist die Schwester. Da bist du, du Miststück. Ich weiß, dass du versuchst, das Haus unseres, meines Vaters zu stehlen. Ich stehle überhaupt nichts, Raffirella. Unser Vater hat mir das Haus versprochen. Du hast ihn gezwungen, das falsche Testament zu unterschreiben. Er hätte dich nie seiner wahren Tochter vorgezogen. Woher willst du das wissen? Du hast ihn doch seit Monaten nicht besucht. Seit er erkrankt ist, warst du nicht mehr ein einziges Mal bei ihm. Wer hat ihn denn während seiner Krankheit gepflegt? Wer hat denn seinen letzten Pfennig für Papas Medizin ausgegeben? Das war ich! Ich wette, du hast gar nichts für seine Medizin bezahlt, du Schlampe. Du hast noch nie Geld ausgegeben, wenn du deine Schulden auch mit deinem verhurten Leib bezahlen konntest. Und warum musstest du ihm überhaupt die Medizin geben? Die hat Vaters Leiden doch nur verlängert. Du hättest ihn in der ersten Woche seiner Krankheit in Würde sterben lassen sollen. Ich bin mir nicht sicher. Wer ist dieser Fremde? Keine Ahnung. Und versuch ja nicht abzulenken. Komm, wir gehen und besprechen das unter uns. Gute Idee. Ich gehe direkt zum Magistrat. Da kannst du gleich mitkommen. Nach Papas Testament gehört das Haus mir. Und kein Gericht im ganzen Land wird mir den Anspruch streitig machen. Er war nicht dein Vater, du Hure. Du wurdest adoptiert. Okay, ich glaube, das hätte man besser lösen können. Aber ich war mir jetzt halt echt nicht sicher, weil eigentlich... Keine Ahnung, kann auch sein, dass die da gelogen hat, ne? Okay, wenigstens konnte ich in das Haus einbrechen und die eingesperrte Katze befreien. Was ist denn hier? Ein Keller. Mehrere Fässer. Davon dahinter eine verschlossene Truhe. Dann werde ich hier höchstwahrscheinlich mal ein bisschen Platz machen kurz. Ich muss erst Ach nee, abgeben. Stimmt, da war ja was. Die Skorpionfallen haben ja so viel gewogen. Warum kann ich die hier nirgends hinwerfen? Ich muss erst etwas ablegen. Ach so, weil ich eingesperrt bin. Ich kann es immer ich noch nirgends... Ich muss erst etwas ablegen. Komm schon. Danke. Die Tür scheint verschlossen zu sein. Misslungen? Ernsthaft? Ist hier noch irgendwo ein Schlüssel drin oder so? Ernsthaft jetzt? Was soll denn das hier... Moment. Wie wäre es, wenn ich einfach... hier nochmal hingehe? So... So, und die Truhe einfach weiter vorstelle. So. Was versperrt jetzt meinen Weg? Ach, jetzt versperren die Fässer hier meinen Weg. Ja gut, aber jetzt ist es ja nicht mehr so schlimm. Jetzt habe ich nämlich die Truhe vorgestellt. Deswegen komme ich da jetzt leichter ran. So, okay, aber hier ist kein Schlüssel. Nirgends.
Gut, dann muss ich mir auch hier noch mal eine Markierung auf der Karte machen. Truhe Stufe 5. Au. Ich bin gerade durch den Boden gekracht. In diesen abgefuckten Keller. Das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Wieso ist denn jetzt kein gut... Das habe ich jetzt nicht verstanden. Egal, ich verstehe hier ja öfter mal was nicht so ganz. Okay, was ist denn hier in dem Haus noch? Hier wohnt der Dragarin. Der hat Tränke. Und ein paar von diesen Tränken will ich definitiv mitnehmen. Oh, heilige Scheiße, du hast sowas von Tränke. Danke. Ja. Ich muss erst etwas ablegen. Ernsthaft? Ihr seid der Heiler aus Verdistis. Erzählt mir, welchen Problem ihr euch dieser Tage herumschlagen müsst. Stellt eure Magie selbst her, mit Ausnahme. Verschwunden. Jetzt bin ich ernsthaft aus Trankgründen. Überladen. Mhm. Das ist ja interessant. Das heißt, ich muss irgendwas wegwerfen. Mal wieder. Oder verkaufen. Ich habe hier noch so einen Stuff, den ich bestimmt verkaufen kann. Natürlich über den Tränken irgendwo. Und identifizieren kannst du auch. Das ist schön. So, ja. Und jetzt bitte identifizieren. Und zwar den Saphirring. Dankeschön. Ui. Ein Wert von 8000. Das ist... Fortschritt. 3 zur Verteidigung, 15 Feuerresistenz und 2 zur Wahrnehmung. Außerdem Kenntnis der Kreaturen, passiv plus 1 und Händlerzunge. Passiv plus 1. Da muss ich doch gleich mal gucken. Was meine Ringe gerade haben. 9 Lebenskraft. Meister der Beschwörung. Was war denn Meister der Beschwörung noch gleich? Meister der Beschwörung. Passiv. Ihr habt die Kunst der Beschwörung gemeistert und eure herbeigerufenen Kreaturen werden stärker. Okay, das brauche ich aber. Das brauche ich halt wegen der Skelettwand auf alle Fälle. Dann werde ich also auf 9 Lebenskraft erstmal verzichten. Und das heißt, jetzt kann ich bei dem Typen, wenn er nicht weg wäre... Wo ist denn der hin? Ach, hier unten. Gut, danke für die beiden Tränke, die ich dir geklaut habe. So, das heißt, es müsste jetzt alles hier... Oh ja, alles mehr wert sein, definitiv. Dann gucke ich nochmal, ob ich dir nicht noch was verkaufen kann. Sieht aber erstmal nicht so aus. Den Bogen hier kannst du noch haben. Wieso habe ich den überhaupt mitgenommen? Und das Ding hier kannst du, glaube ich, auch erstmal haben, oder? 47.000... So, füllen wir mal eben den Wert aus. Danke. 2493, da muss ich jetzt sogar noch was auflegen. Na gut, dann kann ich auch noch mehr Tränke hier mitnehmen. Alle Tränke mit. So, tschüss. So, Karte sagt, hier lang runter geht's jetzt noch zu Sirgum. Wo war denn jetzt eigentlich Malcolm? Am Arkham? Hier oben? War nicht... Echt mal, in dem Haus war doch vorhin gar keiner, oder? Als ich da drin war. Also ich war da drin und ich bin mir relativ sicher, dass da vorhin nichts drin war. Also niemand, meine ich. Ich kann aber gern nochmal reinschauen. Vielleicht hat er sich zu der Zeit gerade draußen rumgetrieben. Oder tut es immer noch. Hm. Auf jeden Fall ist das hier Markums Haus. Aber irgendwie ist hier nichts. Was sollte hier denn... Was ist das? Markum hat der Händlergilde tatsächlich Geld gestohlen. Ich fand den Beweis in einem Buch in seinem Haus. Das sollte ich unbedingt der Händlergilde berichten. Danke. Das war also schon alles, was ich machen musste für die Quest. Dieses Buch finden und mitnehmen. Gut, dass ich da gerade nochmal drüber geschaut habe und das gelesen habe, weil
Da hat man auf jeden Fall gesehen, da stand was von wegen Einträge über Geld und da fehlt was gestrichen oder was weiß ich, was da gerade genau stand. Zögern. Mir ist momentan nicht nach einer langen Unterhaltung. In wenigen Stunden muss ich auf meinen Posten zurückkehren. Was kann ich für euch tun? Darf ich euren Namen erfahren? Ich bin Zögern, stolzer Soldat der herzoglichen Armee. Ich diene derzeit unter Hauptmann Kratos. Wir können uns gerne über Kratos erzählen. Das ist Korruption in der Stadt. Ich sprach mit Graham. Er meinte, ihr hättet sein Gesicht entstellt. Was habt ihr dazu zu sagen? Graham? Dieses Schwein hat mit meiner Frau geschlafen. Es war mir eine große Genugtuung, ihn für seine Schandtat büßen zu lassen. Wegen Gram hat meine Frau mich verlassen. Dabei habe ich sie doch nur ab und zu ein wenig geschlagen. Das wusste ich nicht, es tut mir leid. Also hat Gram, dieser Bettschlüpfer, den besten Teil dieser tragischen Geschichte unterschlagen, was? Er sieht ihm ähnlich. Wenigstens werden nun die anderen Frauen der Stadt die Finger von ihm lassen und andere Ehemänner haben eine Sorge weniger, wenn sie auf Reisen sind. Dieser brutale Racheakt gegenüber Graham hat euch eure Frau auch nicht zurückgebracht, oder? Und mir scheint es, sie hat euch in Wahrheit wegen eurer Schläge verlassen. Vielleicht habt ihr recht, aber wenigstens ist diese Schlange Graham im gleichen Boot wie ich. Graham hat mit meiner Frau herumgehurt, während er sich als Freund ausgab. Aber jetzt wird nicht einmal eine hungrige alte Hure mit ihm das Bett teilen wollen. Ha! Dann gehe ich nun. Da hinten liegt ein Item, was ich gerne hätte. Ruf minus 3, aber ich habe das Item. Ich guck kurz, ob das besser ist oder nicht. Wenn es nicht besser ist, lasse ich es natürlich liegen. So. 10 Feuerresistenz, 10 Blitzresistenz, 6 Konstitution. Rüstung 20 nur? Okay. Das ist es definitiv nicht wert. Laden wir. Aber aus den Fässern haben wir geklaut, das war es wert. Huch. War hier nicht gerade irgendwas verschlossen noch irgendwo? Okay, ne. Hier haben wir noch einen Grabstein. Was ist denn da? Oh. Tut mir leid, dass ich das Grab jetzt gerade ausgehoben habe. Wollte ich nicht. Für die Skorpionen fallen erst recht nicht. Danke. Wer bist du denn, Robert? Robert gibt mir einen Trank. Lebt wohl. Manuskript. Ja, hier ist doch relativ viel gerade, relativ uninteressant für den Fortschritt. Danke. So, welche Waren braucht ihr vom Markt? Ich brauche etwas Brot und Milch zum Abendessen. Viel kann ich mir aber nicht leisten, seit die Händler die Preise so in die Höhe getrieben haben. Warum erhöhen die Händler ihre Preise? Ich hörte, die Orks versammeln sich in einem großen Lager an der Südgrenze des Herzogtums. Da kann ich nichts anderes als Ärger. Das kann nichts anderes als Ärger bedeuten. Überall redet man von einem bevorstehenden Krieg und die Leute haben Angst. Was ist das hier? Feuerwerk? Hä? Antrabert wollte, dass ich den Wagen des Händlers im Benzag anzünde. Ich hätte das mit der Wagenlaterne bewerkstelligen. Ich sollte es tun, solange im Benzag im Gasthaus zum Edelmann sein Bier trinkt. Ah, ich habe zu lange gebraucht. Soll ich das nochmal machen? Mal schauen, also wenn ich das von hier aus jetzt noch schaffe. Wobei, das ist relativ weit und die Zeit... Ne, ich glaube, von diesem Speicherstand aus schaffe ich das tatsächlich nicht mehr. Wo ist denn das nochmal? Das ist ja da oben. Ich glaube, ich bin hier gerade in der Sackgasse gelaufen, ne? Ne, keine Sackgasse. Oh, wenn ich das jetzt noch schaffen würde, wäre das ziemlich nice. Aber ich glaube, dass es jetzt gerade wirklich zu knapp wird. Ich muss jetzt nur noch nach rechts gehen. Ich will ihn ja eigentlich nicht anzünden, aber ich glaube, ich mache das jetzt einfach. Irgendwie habe ich es jetzt gemacht. Aus Gründen des... Ich will nicht, dass die Quest fehlschlägt.
Oh. Das Gasthaus ist hier unten. Mit wem soll ich da jetzt reden? Mal ganz kurz die Quest Feuerwerk. Hier. Antrabart. Der hat sich ja meines Wissens nach hier unten aufgehalten. Antrabart. Und welcher ist denn hier am Fenster gemacht? Mit dem reden wir auch gleich, aber jetzt erstmal ganz kurz, wo ist hier im Penzack hier? Ach, du warst der Waffenhändler. Oh, scheiße, da muss ich jetzt zumindest noch ganz schnell mit dir handeln, bevor du weg bist. Dessen Zeug habe ich gerade. Ach, scheiße. Komm, den Kriegshammer kannst du jetzt endlich haben hier. Das kannst du auch haben, wenn du so viel Geld hast. Oh, 299. Nö, dann leck mich doch am Keks. Aber ich brauche eine gute Einhandwaffe. Hast du eine starke Einhandwaffe für mich? 17 bis 24 ist nicht gut. Bis 65, das ist erstmal gar nicht so schlecht. Das war's schon mit Einhandwaffen. Wie viel hat denn die Waffe, die ich gerade ausgerüstet habe? Im Nahkampf. Oh, mehr. Das hat keinen Bonus hier, nee. Kannst du behalten. So, und welches Antrabart? Ich habe keine Ahnung mehr, wer oder wo Antrabart war. War das einer, der hier in einem Zimmer gelebt hat irgendwo? Bist du Antrabart? Ja. Gut, ich habe es getan. Ich habe es bereits gehört. Nettes Feuerwerk. Gute Arbeit. Hier ist das Geld und verschwindet. Okay. Dann habe ich das jetzt halt gemacht. Und wie geht's Pensack damit? Dem ist es egal. Gut. Tschüss, ich hab's gemacht, habe meine Erfahrungspunkte dafür bekommen, bin zufrieden. Und ich glaube, damit möchte ich mich erstmal verabschieden. Ich gehe nur noch hier schnell mit Graham reden. Hier. Ihr seid also gekommen, um die Hässlichen zu sehen, nicht wahr? So, ich habe mit Zögern gesprochen, er sagte mir, dass er mit euch kämpfte, weil ihr seine Frau verführt hattet. Das geht euch nichts an, Fremder. Ich habe gesagt, dass ihr den Mistkerl töten sollt. Von Fragen war keine Rolle, tötet ihn. Ich finde, dass ihr uns Zögern ein ideales Paar abgibt. Er ist ein Tyrann und verprügelt seine Frau und ihr seid ein falscher Hund und ein Ehebrecher. Ich will mich nicht zwischen zwei Leute drängen, die so perfekt zusammenpassen. Kümmert euch allein um eure Probleme. Ihr habt keine Ahnung, was es heißt, so zu leiden. Verschwindet und sprecht mit ihr wieder an. Oh, 30.000 Erfahrungspunkte dafür. Oder waren es 3.000? Wahrscheinlich 3.000. Ja. Graham Rechen fehlgeschlagen. Da, da, da. Nun gut, dann sind wir hier nach wie vor in Verdistis. Ich gehe jetzt nochmal bis zu dem Punkt, an dem ich gerade geladen hatte. Also ungefähr auf Höhe Servants House. Und sobald ich da bin, werde ich dann für heute erstmal cutten und den Part beenden. Wir müssen uns noch einmal schnell das Haus hier angucken, weil wir da ja schon drin waren. Und wir das dann somit quasi nicht vergessen. Außerdem war doch hier oben noch irgendwas drin, was mir so gut gefallen hat, oder? Jetzt nicht mehr. Ich glaube, da war vorher ein Heiltrank drin. Jetzt war ein Mana-Trank und ein Bogen. Den Bogen brauche ich nicht. Die Blumen klaue ich noch. Und dann würde ich jetzt wirklich sagen, wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder und dann machen wir noch ein bisschen mehr in Verdistis. Also bis dann und ciao.